Was wissen deine Eltern und Großeltern über Felix Kummer, aka Felix Brummer oder wie er sich aktuell nennt, einfach nur Kummer? Viel Spaß mit der Nummer. Bereit? Das sind ja eine Menge Fragen hier. Keine Sorge, sind auch nicht schwer. Geht schon los. Ja, und zwar jetzt. Kennt ihr den? Nee, wobei, das Ding habe ich irgendwie schon mal gehört. Immerhin. Allerdings, was es genau ist, weiß ich nicht. Den Herrn kenne ich nicht. Kann passieren. Gesehen habe ich ihn schon, aber der Name weiß ich jetzt nicht. Also das ist ein Musiker, ja? Ich würde auf den DJ tippen. Singer-Songwriter. Und was schreibt der so? Deutsche Texte, aber anspruchsvoll. Kann man so sagen. Er ist Sänger und Rapper. Rap. Ah, Rap. Ah, dann war genau. Er es nicht. Muss allerdings dazu sagen, Rap ist eigentlich gar nicht so meine Musik. Egal. Und hier kommt auch schon die erste Frage. Ja. Als Teil welcher Band ist Felix Kummer bekannt? Revolverheld, Sportfreunde Stiller und Kraftklub. Sportfreunde Stiller? Ich sag mal Sportfreunde Stiller. Ah, ich weiß es. Und? Ich weiß es. Ja? Ich weiß es. Sie weiß es. Ja? Sportfreunde Stiller. Nein. Nein? Revolverheld? Auch nicht. Ja, jetzt weiß ich. Und? Kraftklub. Richtig. Okay, sorry. Felix, jetzt weiß ich's, ich merke mir, es ist Kraftklub. Vielleicht gucke ich mal nach. Felix Kummer wurde bekannt mit seiner Band Kraftklub. Nach Awards, Chartspitze und ausverkaufter Tour macht er momentan auch Solomusik unter dem Namen Kummer. Das ist nicht die Musik, die du suchst. Nicht die Musik, die du brauchst. Hier kommt die nächste Frage. Welches Pseudonym nutzte er 2008 zu Beginn seiner Karriere? Oh, du lieber Gott. Nee, keine Idee. Ich kriege ja wahrscheinlich wieder drei Fragen zur Auswahl. Ja. Spiel verstanden. Hier sind sie. Okay, wären also Bernd Bass. Günther Gitarre. David Drums. Und? Jetzt eine Idee? David Drums finde ich am coolsten. Ich rate mal Bernd Bass. Also, ich würde jetzt mal sagen Bernd Bass. David Drums. Ja, werde ich auch. Ich würde Bernd Bass tippen. Und wieso das? Weil alles andere sich dämlich anhört. Und Kraftklub, ich meine, lässt so ein bisschen drauf schließen, Kraftklub ist ja sowieso dann Basskraft. So. Das lassen wir mal durchgehen. Als Bernd Bass und später auch als Bassboy hat Felix Kummer am Anfang seiner Karriere noch Musik gemacht, die sich etwas anders angehört hat. Ich hab Nike Sass, ich trag weiße Chucks, deine Vorstellung von Coolness weit von meiner Leicht ab. Das war die zweite Auswahl gewesen. Ist klar. Okay, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ganz bestimmt. Bereit für Frage Nummer 3? Wofür steht die Zahl 9010 im gleichnamigen Song des Rappers? Die Zahl steht wahrscheinlich für eine Postleitzahl, würde ich jetzt sagen. Ja, als er groß geworden ist, wir kennen noch vierstellige Zahlen. 9010, dann wäre er 29. Ist er eine Waage? Sehr wichtige Frage. Beverly Hills 90210. Die alte Postleitzahl von Karl-Marx-Stadt. Oh, das klingt schon ziemlich wahrscheinlich. Die Endzahlen seiner ersten Handynummer. Sein Geburtsmonat und Geburtsjahr. Naja, ich bleibe natürlich beim Geburtsmonat. Ja, dann würden wir tatsächlich die Postleitzahl von Karl-Marx-Stadt nehmen. Weil er scheint doch Heimat verbunden zu sein. Das kann man wohl sagen. In 90210 rappt Felix über seinen Heimatort Chemnitz und seine Auseinandersetzung mit Rechtsextremen. Früher und heute. Dafür gibt's auch einen Punkt. Okay, ein Punkt. Uns läuft's. Ja. Läuft bei euch. Kommen wir zur nächsten Frage. Kiox, der Name von Kummers erstem Soloalbum steht für... Kann ich ohne nix. Keine Ahnung. Die Auswahlmöglichkeiten. Na gut. Ist die Abkürzung von Kinder im Osten die 10? Den Kiosk seiner Mutter. Jetzt muss ich aber noch mal schauen. Den Plattenladen seines Vaters. Das ist jetzt echt witzig. Ich rate mal der Kiosk seiner Mutter. Wir nehmen den Plattenladen. Eingeloggt. Na, ich würde sagen, der Kiosk seiner Mutter. Weil es so ähnlich klingt? Genau. Oder stimmt nicht? Nee, es ist aber leider der Plattenladen des Vaters. In diesem Plattenladen hat Felix jemanden kennengelernt, der für die nächste Frage wichtig ist. Von welchem anderen Deutschrapper wurde Kummer in seiner Kindheit gebabysittet? Oh. Welche ältere Rapper haben wir denn? Bushido, Sido. Ist Eminem ein Deutschrapper gewesen? Nein. Fantastischen Vier zum Beispiel. Sportfreunde Stiller, sind das auch Rapper? Nicht wirklich. Nicht so, ne? Alternativen. Trettmann, Kasper, Prinz Pi.
Wir sind schlecht informiert. Macht nichts. Könnt ihr raten. Das machen wir doch eh die ganze Zeit. Also? Kaspar. Klingt am witzigsten. Kaspar ist zu jung. Kaspar, ja. Trettmann sagt mir gar nichts. Dann sollten wir vielleicht den nehmen. Wir nehmen mal Trettmann. Gute Taktik. Das stimmt. Also gut. Okay. Too far away from me. No problem. War auch schwer. In einem Interview bei Das Ding hat Felix uns verraten. Trettmann war tatsächlich zeitweise mein Babysitter. Er ließ auf jeden Fall viel durchgehen. Und später war Felix unter dem Pseudonym Carsten Chemnitz sogar als Feature-Gast auf Trettmanns Song Wie Du. Geht's immer nur um diesen Herrn Kummer? Ja. Oha. Auch in der nächsten Frage. Wieso wollte Kummer aus Chemnitz wegziehen? Mein Bruder ist auch weggezogen. War nichts los. Bessere Spätzlen gibt. Wir brauchen Ideen. Die kriegt ihr. Weil er einen Hof mit 10 Alpakas gekauft hat. Weil er mit seiner Freundin zusammenziehen wollte, ist ein legitimes Motiv. Im Falle einer Beteiligung der AfD an der Regierung in Sachsen. Das würde ja Sinn machen. Meistens rennen wir ja den Frauen hinterher, ne? Okay. Weil er mit seiner Freundin zusammenziehen wollte. Das ist die schrägste Antwort. Das ist wahrscheinlich der Grund. Der Hof mit den 10 Alpakas. Ich würde sagen, weil er mit seiner Freundin zusammenziehen wollte. Der Grund war tatsächlich die AfD. Ah, ja. Gut. Schon ein Statement. Ja. Ja. Macht ihn sehr sympathisch. Nachdem Felix gesagt hat, dass er wahrscheinlich weg von hier will, hat es viel Kritik gegeben. Aktueller Stand, er wohnt immer noch in seiner Heimat, denn... Respekt. Okay. Haben wir den jetzt auch kennengelernt. Ja. Ja. Und? Seid ihr jetzt Kummer-Fans? Auf jeden Fall werde ich in Zukunft auf Felix Kummer achten. Und wie heißt deine Gruppe? Kraftklub. Kraftklub, okay. Und wie machen wir, wenn Leute den Das Ding-Kanal abonnieren? Yeah! Yeah! Ich hoffe nur, die Sendung wird nicht von meinen Enkelkindern. Ich habe 5 Stück gesehen. Ist hier einer, Herr Kummer, von denen? Nee, wieso? Nicht, dass es dann anschließend ganz peinlich wird. Wäre ja doof.